Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 5. Februar 2020. Und ja, unser DAX muss langsam aufpassen, dass er nicht zu optimistisch, nicht zu euphorisch wird hier. Der drückt sich momentan relativ kräftig raus und der hat hier, ja, nach dem Freitag sicher dem einen oder anderen schon ordentlich auf dem Schlips gedreht. Es wird zu Montag, Dienstag nicht besser gemacht haben. Solche Bewegungen, die tun den meisten in der Regel immer weh. Na, insbesondere wenn man eher aus einer Seitwärtsspanne rausgekommen ist. Erst einen Gap, wo viele dann auf einen Gap Close schon spekulieren. Dann grundsätzlich Tage, an denen man eigentlich nur ein einziges Mal irgendwo gegen den Trend handeln muss und man kommt aus der Position nicht mehr raus. Ne? Also so eine Tage hat man jetzt Freitag erst gehabt. Da dürften schon einige ordentlich was auf die 12 bekommen haben, weil es fällt einfach den meisten immer schwer, im Trend zu bleiben. Ne? Es verhandelt sich viel leichter gegen den Trend. Da ist hier in so eine Bewegung schnell mal einen Long reingestellt, in so einer Bewegung schnell mal einen Short und da kommt man dann nicht wieder raus halt. Ne? Deswegen sind das eher schwierigere Tage. Und zumindest, wenn man eben antizyklisch unterwegs ist. Antizyklisch in dem Sinne, von der Idee her hatten wir hier die 13.170, 13.190, also dass er noch da hochgehen konnte. Das war soweit ja erstmal sogar auch im Plan. Dadurch, dass er hier den Long-Trigger eben gezogen hatte, war ja eben erstes hier 13.70, zweites dann 13.190, 13.170. Dass er sich aber so weit drüber schiebt, hätte ich jetzt stand gestern auch nicht gedacht. Heute früh, als das große Aufwärtsgap kam, haben wir schon ein bisschen im Dienst auch betont, dass da durchaus dann hier Stück für Stück die Gaps auch geschlossen werden können. Dass eben durchaus auch schon zum Dienstag jetzt eine 2,40 und eine 2,90 erreichbar sind. Und die wurden auch geholt. 2,90 bis 3,20 ist dann hier die nächste Zone. Und so langsam muss man dann aber im DAX auch schon wieder aufpassen, wenn er dann nämlich jetzt zurückzuckt. Wird das vermutlich wieder genauso widerlich wie das nach oben. Also das sind schon 3 Tage in Kombination, die haben es echt in sich. Das trifft man nicht alle Tage an. Und da liegt bei dem einen oder anderen die Nerven, die liegen einfach blank dann halt, ne? Also wenn man hier voll versagt und dann eben nicht lang genug Pause macht, direkt die nächsten Tage wieder reinsteigt und dann hier auch nochmal voll auf die 12 kriegt und der Markt ist einfach nicht fehlertolerant, ne? Also der belohnt hier keine Fehler. An Tagen wie hier, wo man, egal wo man rein kann, immer wieder rausgelassen wird, ist das was anderes. Aber in so einem Tag, wo dann vor allen Dingen auch richtig auf Strecke geht, bricht einem sowas dann schon immer mal einen kleinen Finger. Und wenn man sich hier schon den Finger gebrochen hat, hier schon den Finger gebrochen hat, dann wird es langsam gefährlich. So weit, so gut. Also grundsätzlich angespannte Situation überall. Und in der Folge passiert, und deswegen betone ich das eben so, eigentlich immer seitwärts. Ich fürchte, wir müssen uns durchaus darauf einstellen, dass wir jetzt hier eine Unterbrechung reinbekommen und dass die seitwärts laufen kann. Dass wir jetzt 1, 2, 3 Tage einfach zur Seite schieben. Wäre für den DAX eigentlich das Typischste, was er jetzt machen könnte, nachdem er so eine Kombination gemacht hat, weil sicher für jetzt. Nachdem das Hoch vom Freitag überboten wurde, nachdem wir jetzt quasi an 200-Stunden-Band hier wieder an der 200-Stunden-Linie auch wieder stehen, zumindest der EMA, wird für viele jetzt klar: Okay, unten das war ein Fehlausbruch, unten das war eine Finte gewesen, oben ist jetzt das neue Maß. Und da gehen jetzt auch schon viele dann prozyklisch long wieder jetzt. Nach gut 500, 400 Punkten fast. Ne? Deswegen glaube ich, wird er nach oben raus nicht mehr so laufen können, wie er das jetzt zum Dienstag tat. Das kam aus der Überraschung raus, das kam auch mit einem Gap. Und das wird er sich fangen. Das heißt, er wird jetzt anfangen, von den Tiefs immer wieder nach unten zu zucken. Wenn der DAX das macht, was er immer macht in solchen Situationen, macht ihr einfach 2, 3 Tage wieder zur Seite, macht dann ein neues Tief, um eben die Longs zu bereinigen, die jetzt über die 3 Tage reinkommen und dann rennt er zügig nach oben durch. So, jetzt erstmal meine Erwartungshaltung für den Mittwoch. Ist überhaupt Mittwoch oder schon Donnerstag? Nee. Aber Mittwoch, Donnerstag rechne ich ehrlich gesagt wirklich damit, dass die uns jetzt hier zur Seite laufen. Das heißt, wir können mal unsere Pfeile hier noch ein bisschen zusammenziehen. Die 13.170 wurde erreicht. Hat leider so gut wie. Kriegt man das hier irgendwie dran, bitte? Wurde leider zwar, hat zwar leider reagiert, aber bei weitem nicht so, wie das möglich gewesen wäre. Das ist also durch, das hat nicht ganz geklappt. Zumindest eben nicht auf der Short-Seite, wenn man dahin noch long irgendwie reingekommen ist. Was ja eigentlich auch nicht wirklich ging.
Wenn wir dann gestern reingucken, kam ja nicht nochmal irgendwie ein Tief, sprich, wir sind direkt mit Aufwärtsgap rein und da dürften wahrscheinlich die ersten schon wieder auf den Gap Plus spekuliert haben, als hoch auf die 13,170, 13,190 gezielt haben. Also insgesamt jetzt nicht unbedingt ein schöner, sauberer, spannender Tag. Eher was, da bin ich mir fast sicher, dass das 80, 90% hier nur auf die Nerven ging. Gut. Okay, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, wir setzen hier mal die Pfeile dran. Wir können auf jeden Fall hier unten jetzt erstmal ein bisschen was wegnehmen. Das brauchen wir da nicht mehr. Ich würde schon denken, dass wir hier noch einen Hoch sehen können. Vielleicht aber nicht direkt. Der wird bestimmt erstmal nach unten kommen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nach unten kommen 13.200, 13.190. Das wäre jetzt Unterstützung. Dann nochmal hoch. Da können wir uns mal hier einklauen. Das brauchen wir auch nicht mehr da drüben. Dann nochmal hoch. 13.320, 13.360 in den Dreh. Dann wieder runter. Und dann ab zur Seite. Ja, also ich glaube, wir kriegen so einen Müll hier. Das fände ich jetzt recht typisch. Das würde eigentlich passen. Wichtig ist, wir haben hier Unterstützung. 13.200, 13.190 wäre jetzt Unterstützung. Das soweit erstmal da. Darunter könnte man schon sagen, geht er aber unter 13,190, geht er unter 13,170, müsste man dann schon fast sagen, wäre ein Gap Close zu favorisieren. Hier unten an der 13,070. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt gleich ein Gap Close, aber zumindest die 13,70 wäre denkbar. Oder was unser DAX eben auch häufig macht, hier einmal so auf diese obere Gap-Kante. Ja, doch, das wird eher sowas werden. Ich glaube schon, das würde sich nicht nehmen lassen. Und das heißt, unter 13,70 hätten wir dann hier eine Chance auf der 13,110. Damit können wir das mal mitnehmen. Und oben müsste man sagen, Übertreibung wäre, wenn der DAX jetzt über 13. Nee. Ja, dann wäre hier der Gap Close drin bei 5,20, aber das wird er nicht direkt schaffen. Das glaube ich nicht. Das packt er nicht. Dafür ist es jetzt zu klar, was er jetzt hier macht, ne? Die Finte ist zu klar. Das war gestern noch nicht so ganz, da dürften noch viele gezweifelt haben. Jetzt ist das für alle klar. Das heißt, jetzt wird es wieder schwieriger. Jetzt wird es für viele wieder schwieriger. Okay, das heißt, der kommt dahin, das kommt dahin. Hier können wir sagen, okay, Richtung Gap Close. Dann, wenn er noch weit übertreibt, das sollte man noch mit einplanen. Und dann haben wir es im Kasten. Na, das sind die wichtigen Punkte. Die 13.200, 13.190 super wichtig. Unter 13.170 wäre die 13.110 wichtig. Planen Sie hier mal ein bisschen Puffer ein. Ne? Wir haben ja 13.070, wir haben ja 13.028. Das sind beides wichtige Punkte. Letztendlich sogar hier unten der Gap Close bei 12.938 noch offen. Glaube ich aber nicht. Der wird ja erstmal hier drauf auf die Kante. Das wird er so machen. So. Wie, na, hier haben wir es ja nicht ganz so gemacht, aber sehen Sie das, dass er auch nur an diese Gap-Kante knapp ran und dann wieder zurück. Das könnte hier auch klappen. Okay, ja, das ist es. Ich rechne mit seitwärts. Für mich wichtig ist die 200 da unten. Macht bestimmt erst darunter ein bisschen und darüber noch so Puffer. 13,320, da liegt noch ein Gap Close. 13.340, 13.360 in dem Bereich, denke ich, werden wir uns dann nochmal runterdrehen und hier so eine Seitwärtsspanne für die nächsten 2 Tage vorbereiten. Ja, das ist meine Erwartungshaltung für den Mittwoch. Damit machen wir die Stunde zu, gehen in den Tagesschart. Ja, und an alle, die hier echt genervt von dem DAX sind, ich kann Ihnen schon mal sagen, grundsätzlich läuft er ja nicht immer so. Aber wenn wir auch uns nochmal vorhalten, was wir hier gesagt hatten mit diesen 2 gleich langen Wellen und der möglichen beendeten Abwärtsbewegung hier und so weiter und so fort, kann der DAX auch eine Trendbewegung nach oben starten, die Richtung 14.000 losziehen kann. Da spielt so ein bisschen der Monatschart auch mit rein, spielt auch der Tageschart mit rein. Das heißt, wenn er durchrennt, kann er echt weit durchrennen. Aber in der Regel macht er das so in 3, 5. Sagen wir mal in 5, also in 3 Aufwärtswellen, ne, und die sind immer unterbrochen von kleinen Korrekturwellen, die entweder zur Seite oder gar zurückkommen. Und momentan steckt man noch so in der ersten hier drinne, die kann sich jetzt hier vollenden und dann geht es erstmal bestimmt 1, 2, 3 Tage zur Seite. Das wäre ganz typisch für unseren DAX, eben weil wir auch im Tagesschau den Longtrigger anhauen. Jo, das habe ich jetzt schon erklärt, zurückgeführt.
Sollte soweit auch verstanden worden sein. Im Tagesschart hatten wir das hier nochmal überarbeitet mit den Seminarteilnehmern, haben gesagt, okay, wichtig wäre unter 12.850, das hat er noch nicht gebracht. In der Kerze sollte er sich, hätte er sich auch viel Zeit lassen können, hätte lange zur Seite rumeiern können, wollte er auch nicht. Ist jetzt über die Freitagskerze, hat die quasi ausgekontert, muss man schon so sagen. Und damit muss man auch sagen, wir haben das vierte Mal aus dem Bereich um 12.950 rum hier eine volle Umkehr reinbekommen. Na, das ist schon stark, wird gut unterstützt. Und da sind wir beim Punkt: Seitwärtsmuster, ein kleines weitendes Dreieck, wenn man das so will, ne? Oder ein weitender Keil hier, der durchaus mit dem dynamischen Tief, so dynamisch wie das kam, kann das ein finales Ende gewesen sein. Und wenn man jetzt hier sagt, Seitwärtsmuster beendet, das war Seitwärtsmuster 1, das war Seitwärtsmuster 2, haben wir jetzt hier auf Tagesebene genau das, was ich Ihnen gerade in kleiner Zeiteinheit beschrieben habe, nämlich die erste Aufwärtswelle, dann Seitwärtsmuster bzw. leicht zurück, dann haben wir hier die nächste Aufwärtswelle, dann wieder Seitwärtsmuster. So, und jetzt könnte die nächste Aufwärtswelle kommen und die kann nochmal gut das Ausmaß annehmen, was wir hier haben. Ne? Und hier waren das 11.200 bis 12.500, das sind 1.300 Punkte. Da können Sie sich mal ausmalen, was das dann an Platz nach oben gibt. Da sind wir nämlich bei 13.000, 14.100. Ja, also nur, dass Sie es gehört haben. Wenn der DAX hier weiter durchtreibt, nicht so hardcore dagegen hauen. Ne? Im Zweifel wäre das dann hier oben das Ziel. Ja, die 14.000, dass er da oben ranrennt und dass er jetzt hier quasi seine letzte Aufwärtsbewegung erstmal noch durchdrückt. Und müsste man wirklich sagen, Zielkorridor wäre dann 13.800, 14.000. Aber das ist jetzt so offensichtlich, glauben Sie mir, der macht jetzt hier einfach bestimmt. Also, was heißt, glauben Sie es mir? Ich rechne damit, dass wir jetzt hier wirklich erstmal ein bisschen zur Seite rumhampeln. Ansonsten muss man schon sagen, im Zweifel erstmal noch versuchen, vielleicht long mitzugehen. Wir haben einen starken Trend, wir haben eine starke Gegenbewegung, wir haben einen Abschlussmuster tief. Also, das ist halt auch eine super Vorlage nach oben raus. Es war eine super Vorlage in beide Richtungen, um richtig durchzurennen, oben wie unten. Er hat sich jetzt für die obere Variante entschieden, ne? Also im Zweifel, da oben sind die Ziele, da ist noch viel Platz. Rücksetzer nutzen vielleicht, um dann eben auch mal Long mitzuprobieren. Ich bin da offen. Also mich würde das auch nicht wundern, wenn der uns noch einen Aufwärtsgap reinstellt und noch so eine lange grüne Kerze hier hin und gleich auf die 5,20 hier oben geht, auf den Gap Close. Warum nicht? Na, also der Konter ist auf jeden Fall stark. Aber wie gesagt, ich finde, das ist jetzt so offensichtlich. Ich rechne hier mit ein paar Tagen zur Seite raus und dann schauen wir mal, was kommt. Und ich hoffe, Sie haben alle diese Umkehr hier irgendwie gewältigt bekommen. Also das ist schon hart, ne? Das ist nicht einfach. Das ist definitiv nicht einfach. Das ist kein einfacher Move und ist zum Glück aber auch nicht jeden Tag Gegenstand. Okay? Gut, ich mach aus, wünsche Ihnen viel Erfolg für morgen, für den Mittwoch quasi, ne? Und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie was gut was rausgezogen bekommen und machen Sie es gut. Viel Erfolg. Bis morgen.